Im Gegensatz zur Sachsen-Rallye scheint Karl Jens mit seiner Reifenwahl goldrichtig zu liegen. Auf den ersten knapp 11 Kilometern des Tages knöpft er seinem ärgsten Verfolger Paulsen sage und schreibe 5. Damit setzt er weit mehr als nur ein Ausrufezeichen. Wissen und holt sich auf der folgenden Prüfung Oberdorf seine erste Tageswechselzeit. Auf immer schneller abtrocknender Piste haften seine Gummis besser. Allerdings kann er sich nur 1,5 Sekündchen zurückholen. Die richtigen Tankungreifen montiert zu haben und lässt sich die dritte Gesamtzeit umschreiben. Er verliert zwar weitere 22 Sekunden auf den schnellsten, kann sich aber an Gassner vorbei auf die vierte Stelle schieben. Setzt sich mit einer fünften und einer dritten WP-Zeit weiter inmitten der WRC-Meute fest und behauptet zunächst seinen dritten Rang. Auf dem Vormarsch ist Erik Weyers. Von der 14. Stelle aus pflügt er zunächst mit schnellen Zeiten durchs Feld. Nach WP2 ist er bereits wieder 8. als ihm auf Stage Nummer 3 erneut die Technik einen Streich spielt. Diesmal hängt er seine Schaltjoystick und lässt keinen Gangwechsel mit. 1,5 Minuten Stillstand werfen ihn wieder auf die 18. Stelle zurück. Damit schaltet er wohl endgültig aus dem Kreis der Podestanwärter aus. 5, 4, 3, 2, 1. Gassner fährt in der Gruppe N weiter Bestzeit auf Bestzeit. Er spürt jedoch den heißen Atem der Verfolger. Speziell den von Peter Corazza, der immer nur einen Hauch langsamer zu sein scheint als er. Nach 3 gefahrenen Prüfungen liegen die beiden nur schlappe 5 Sekunden auseinander. Mike Förster dagegen kann das Tempo der Spitze erwartungsgemäß nicht mehr voll mitgehen. Zwar ist er auf WP3 mit super Zwischenzeiten unterwegs, nach erfolgter Kaltverformung seines Lancer an einem Gartenzaun steckt er allerdings ein bisschen zu. Und 9.
Niklas Bier im BMW M3 und Danny Galli im noch betagteren Opel Kadett zeigen mit spektakulärer Fahrt, was in Sachen Heckantrieb möglich ist, und lassen einige Allradler hinter sich. Folgt das schnelle Damenteam Depping-Güttler. Eine absolut gelungene Vorstellung beim Jubiläum, gerade bei diesen Schwingen. Erfreuliche Minen sicher auch bei der Scuderia Blau-Weiß und Michael Abendroth führt man doch die Klasse N3 sehr, sehr deutlich an. Was in dem ersten Durchgang war, zeigt sich erst jetzt so richtig. Sofort kann er das Tempo von Karl gehen, verliert lediglich einen Wimpernschlag von 0,8 Sekunden auf den Görlitzer auf WP4 und kann auf WP5, die ihm offensichtlich besser liegt, erneut 2 Sekunden vom Rückstand abknabbern. Und das, obwohl ihm kurz vor dem Ziel sogar noch der Reifen von der Felge springt. Kahle fährt zwar schnell, aber sicher nicht letztes Risiko und begnügt sich mit der Verteidigung seines Zeitplatzes. Yeah.
Revers das Tempo der Spitze bei problemloser Fahrt absolut mitgehen kann, zeigen seine beiden dritten Gesamtzeiten, die ihn zur Mittagspause wieder bis auf die 8. Stelle nach vorn bringen. Podest tobt weiter zwischen Wallenwein und Zeltner. Den Angriff des Stuttgarters im WRC auf WP4 kontert der Chef vom Verkehrssicherheitszentrum auf WP5 knallhart und kann sich zur Halbzeit Rang 3 mit reichlich 7 Sekunden Vorsprung auf den Deckel schreiben lassen. Rechts war Lichtung, in links war es der lang macht. Du! In links war lang. 80 Linksstempel über Puppe. 40 rechts hin. 60 links, 4 Puppe! 80 links, wir sind spät! In den rechts, 4 minus lang, tight! Zunehmend trocken werdender Piste wird es für Zeltner allerdings immer schwieriger, das deutlich potentere World Rally Car hinter sich zu halten. Gassner fährt die 4-Gruppe-N-Bestzeiten in Folge, ehe Corazza auf seiner Heimprüfung nur unweit seines Wohnortes endlich kontern kann. Dennoch wächst sein Rückstand nach 5 von 9 Prüfungen auf 8 Sekunden. Thank you.
Während sich Mike Förster weiter unbedrängt auf Platz 7 halten kann, geht weiter hinten Tosowski an Rexhausen vorbei. Schuld daran sind sicher die nur 17. und 18. Zeiten von Rexhausen, der die Zeiten der ersten Schleife plötzlich nicht mehr gehen kann. Nur langsam nach vorne geht es für Anton Werner. Zwar kann er nun Zeiten innerhalb der Top 10 raushauen, sein Rückstand ist allerdings schon riesengroß. Auf den schnellen Prüfungen am Nachmittag sollte allerdings nochmal eine deutliche Steigerung zu erwarten. Bestehend aus dem Klassiker schlechthin, dem Rundkurs in Grünhain mit seiner spektakulären Sprungkuppe mitten in der Stadt und dem neuen Rundkurs in Finkenburg, einer riesigen, ultraschnellen 10-Kilometer-Runde zwischen Elterlein und Schlettau. Mit der Fahrt ins Erzgebirge drohen allerdings auch wieder Regenwolken und zum erneuten Mal wird der Reifendrucker die Entscheidung bringen. Offensichtlich eine goldrichtige Entscheidung, denn Karl legt in Grünhain los wie die Feuerwehr. Auf der selektiven, anspruchsvollen Wertungsprüfung setzt er die absolute Topzeit. Wieder scheinen sich beide Toyota-Piloten mit ihrer Regenabstimmung verzockt zu haben. Paulsen gelingt lediglich die viertbeste Zeit. Allein auf dieser Prüfung schenkt ihm der deutsche Meister 16 Sekunden. Daumen runter für Paulsen, damit auch auf der nächsten Wertungsprüfung. Ein Wechsel der Reifen ist erst im anschließenden Service wieder möglich. Paulsen ist machtlos und muss Kahle weiterziehen lassen. Erneut kommen bittere 25 Sekunden Rückstand auf Kahle hinzu, der auch auf der Finkenburg das Maß aller Dinge zu sein scheint. Richtig liegt auch Sandro Wallenwein, der in Grünhain klar die zweitbeste Zeit markiert. Mit einem Schlag ist er wieder an Zeltner dran. Eine weitere Top-3-Zeit auf WP7 bringt ihn sogar am Wahlsachsen vorbei, erstmalig auf einen Podestplatz. Zeltner ist sicher letzte Rille unterwegs, seine Streckenkenntnis ist ihm vom großen Nutzen, dennoch schlägt das Pendel immer weiter zugunsten von Wallenwein aus. Einzig einsetzender Regen könnte Zeltner jetzt noch helfen. 80, rechts 5, 68. Aber die daraus resultierenden gefährlichen Bedingungen erfreut wohl keines der Teams. Zur Hochform läuft weiter Erik Webers auf. Mit den WP-Zeiten 3 und 2 zeigt er erneut deutlich sein Potenzial. Was hätte, wäre, wenn, ja wenn die Corolla nicht zu Beginn der Rallye so gebockt hätte. Mit Blick auf die Meisterschaft steht für ihn der nun 7. Zwischenrang zu Buche.
dass zwischen dem Gassner Evo 9 und Corazzas 7er Version mehr als eine Welt liegen muss, zeigen gefahrenen Zeiten. Der Routinier aus Bayern knöpft seinem jungen Herausforderer weitere 9 Sekunden ab. Hinsicht sicher noch einmal eine Liga tiefer spielt Mike Förster im Evo 6. Dem Ex-Gassner-Auto, zuletzt vom Ungarn Hideck in der österreichischen Meisterschaft recht erfolgreich unterwegs gewesen, sind die folgenden Evolutionsstufen deutlich überlegen. Förster ist klug genug, sein eigenes Tempo zu fahren und strebt einem sicheren dritten Gruppe-N-Rang entgegen. Anton Werner gelingt auf trockener Piste die erhoffte Leistungssteigerung. Endlich kann er das gesamte Potenzial seiner GT3-Flunder abrufen und setzt sich als Neunter endlich in den Top 10 fest. Hinter dem Alt-Fraunhofener fightet erneut ein Pulk von Mitsubishi-Tretern um den letzten Top-10-Platz. In den Kampf zwischen Tosowski und Rexhausen mischt sich nun auch Janina Depping. Auf WP6 hat die schnelle Lady sogar die Nase vor den Herren der Zunft. Sind spektakulär Fahrzeuge unterwegs. Klaus Teichmann, Urgestein der Rallye Erzgebirge, bringt das einzig verbliebene Kit-Car des Feldes an den Start und sorgt mit der herrlichen Soundkulisse des zweiten Saugers für Begeisterung. Etwas weiter hinten steht ihm sein Sohnemann Ronny im Nissan Sunny GTI nur wenig nach. In Michael Abendroth im Civic Type R, Sven Tröger im älteren Civic VTEC und Andreas Mansfeld setzen drei weitere Akteure auf die unterschiedlichen Motor- und Antriebskonzepte aus dem Hause Honda. Eine blitzsaubere Leistung
zeigt auch Carsten Wiegand im kleinen 1300er Nissan Micra. Er hält nicht nur seine Gegner aus dem Micra Cup in Schach, sondern lässt auch viele deutlich potentere Fahrzeuge hinter sich. Im internen Fight der Trabant-Klasse hat zunächst Martin Christ aus Haar die Nase knapp vor dem einheimischen Mario Keller aus Gülheim. Dass die Rennpappen immer noch sehr beliebt sind, zeigen die vielen Fans, die wirklich bis zum letzten Fahrzeug an den Strecken ausharren, um genau diese alten Fahrzeuge zu sehen und damit auch die Erinnerungen an die ehemaligen Austragungen der damals noch Rallye Wismut heißenden Veranstaltung am Leben zu erhalten. Mit einer Minute im Rücken könnte sich Matthias Kahle eigentlich zurücklehnen. Doch bevor er sich einen Konzentrationsfehler leistet, pusht er lieber ordentlich weiter. Noch einmal setzt er unter den Augen tausender Fans die Bestzeit auf dem Traditionsrundkurs in Grünhain. Diese schnellen Zeiten keineswegs Hexerei sind, zeigen auch Wevers und Paulsen. Nun im zweiten Umlauf, als die Wettersituation für die Top-Teams klar für Trockenheit rotiert, können plötzlich beide die Zeiten von Kahle wieder mitgehen. Ein Spiegelbild also des Vormittages, als sich beide Ausländer auch in der ersten Runde verspekulieren. Vor allem Wevers lässt es nun richtig krachen. Mit der Bestzeit auf der Abschlussprüfung findet sein erster Start bei der Erzgebirge ein versöhnliches Ende. Nicht nur das, genau diese schnelle Zeit spürt ihn in der Gesamtwertung noch an Gassner und Kurazza vorbei auf den fünften Rang. Schadensbegrenzung also in Sachen Meisterschaft. Thank you.
Wir sind wieder bei den Streithähnen im Kampf um Platz 3. Die Hoffnung auf neuen Regen von Ruhm Zeltner erfüllt sich nicht. Damit schwinden seine Chancen auf das Podest. Im Gegenteil, der Vorjahressieger muss die Überlegenheit der Kombination Wallenwein-Octavia World Rally Car neidlos anerkennen. Zumal sich der Schwabe immer besser auf sein neues Sportgerät einschießt und auf beiden Prüfungen noch einmal schneller wird. Dieselbe Überlegenheit muss auch die Scuderia Corazza bei ihrem Dauerrivalen Hermann Gassner erkennen. Der nicht mehr wettzumachende Rückstand lässt Corazza keinen neuen Angriff starten. Gassner als altem Rallye-Fuchs unterlaufen natürlich am Ende eines solchen Tages auch keine Fehler mehr. Und so sind die Positionen 6 für Gassner und 7 für Corazza ebenfalls bezogen. Schnörkellos bleibt die Darbietung von Mike Förster und Simon Peter Fröhlich. Mit Rang 8 holen sie das Beste aus ihren Möglichkeiten raus und im Gegensatz zu manch früheren Jahren halten sowohl die Technik als auch die Nerven. Ein absoluter Achtungserfolg gegen die versammelte, zum Teil deutlich besser bestückte Konkurrenz. Der Vormarsch von Anton Werner findet auf Platz 9 ein Ende. Noch einmal ist er mit schnellen Zeiten unterwegs. Allerdings ist sein Rückstand aus der Vormittagsschleife und dem verregneten Auftakt am Freitag zu groß, um noch weiter Richtung Spitze vorzufahren. Auch die Entscheidung um den letzten Top-10-Platz ist gefallen. Das Damenteam Janina Depping mit ihrer sächsischen Beifahrerin Claudia Güttler kann sich gleich gegen eine ganze Meute aus gleichwertigen Männerteams durchsetzen. Die Ladies führen eine Gruppe von 4 Gruppe N Mitsubishi auf den Plätzen 10 bis 13 an. Ein klasse Resultat zum Jubiläum. Der Tscheche Tosowski fällt also zurück auf die 11. Stelle. Gefolgt von Rexhausen im blau-weißen Evo 9. Und Knorr im rot-weißen Wallenwein Lancer Evo 7. Im seriennahen Impreza bestätigt Mittelsdorf seine schnellen Zeiten des Vormittags
und fährt einen ungefährdeten Gruppe-G-Sieg und 14. Gesamtrang entgegen. Der Sieg in der kleinen Gruppe N3 geht an Michael Abendroth im Honda Civic vor seinem Markenkollegen Andreas Mansfeld im S2000 und dem etwas unter Wert geschlagenen Marc Muschiol im Renault Clio. Damit kommen wir noch einmal zum Schlusstableau. Matthias Kahle heißt also der überlegene Sieger der 43. Volkswagen HDMV Rallye Erzgebirge. Eine fehlerfreie Fahrt, gepaart mit dem glücklichen Händchen für die Reifenwahl, brachten beim zweiten Saisonlauf die Entscheidung zu Kahles Gunsten. Damit rückt er in der Gesamtwertung der DRS auch auf die zweite Stelle nach vorne. Einigen spektakulären Bildern aus dem Erzgebirge verabschieden wir uns zunächst von der deutschen Rallye-Serie. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auf der nächsten DVD zur AVD Rallye Helfenstein wieder mit dabei. Viel Spaß an den Rallye-Strecken und Rallye-Bildschirmen wünscht Ihnen das Team von Track 24 und Ihr Norbert Okenga.
Links 5 Aqua. 60 rechts voll. 100 rechts 5. 60 links 5, Achtung 30. Gruppe 60 rechts 4, Minus.